freue mich, Sie zu diesem Stipendiatenkonzert der Deutschland- und des Deutschland-Stipendiums begrüßen zu dürfen. Ich freue mich sehr, dass das möglich geworden ist, wenn auch unter diesen begrenzten Bedingungen. Aber es war uns wichtig, zum einen den Studierenden die Gelegenheit zu geben, sich zu bedanken und auch wieder auf die Bühne zu gehen. Das ist ganz wichtig. Und es war uns auch wichtig, Sie, die Förderer, bei uns begrüßen zu dürfen und uns auch in dieser Form bei Ihnen zu bedanken für diese Unterstützung, die die Studierenden erfahren. Das nehme ich jetzt zum Anlass, die zu diesem Konzert angemeldeten Fördereinrichtungen und Namen recht herzlich zu begrüßen. Angemeldet war der Lions Club Lebach, leider noch nicht anwesend, das kommt vielleicht noch, aber Lions Hilfswerk Völklingen-Saar ist mit 5 Personen sehr prominent vertreten. Herzlich willkommen hier in der Hochschule. Die Dr. Hans Veit und Elisabeth Veit Stiftung durch Herrn Albert, wie ich es gerade gelernt habe, auch im Foyer gelernt habe. Auf dem Plakat sind Sie vielfach aktiv, auch im Saarland, auch in Blieskastel habe ich gerade gesehen. Ne? Da kommt wieder meine Organistenseele durch, das freut mich ganz besonders. Der Rotary Club Neunkirchen, fast aus meiner Heimat, herzlich willkommen. Die Studienstiftung Saar, Herr Thürmer Schmier, ne? Ist anwesend. Ne? Herr Dr. Meray, Aschmeer ist der Kollege, der leider nicht konnte, Entschuldigung, und Herr Wagner von der Studienstiftung. Herzlichen Dank, wir haben jetzt durch Corona bedingt hier 2 Jahrgänge zu versorgen gehabt und sehr, sehr viele Studierende. Wir haben im Jahre 2020/21 16 Deutschlandstipendium vergeben und im Jahre 2021/22 die alle spielen zu lassen, war nicht möglich, erstens aus Zeitgründen, zweitens, weil der eine oder die andere schon weitere Wege beschritten hat, aus der Hochschule heraus. So haben wir hier eine kleine Auswahl getroffen, die dann einen repräsentativen Querschnitt bildet, wie ich hoffe. Die Förderer haben eine Urkunde bekommen, damit wir Corona-konform sind, wollte ich sie nicht alle auf der Bühne hier belästigen. Das liegt auf Ihrem Tisch, da gibt es sogar eine kleine Wegzehrung mit dabei. Ich hoffe, Sie hatten Freude dran. Eine Urkunde, die unterschrieben ist durch die damals zuständige Ministerin Frau Karliczek, in meiner Wenigkeit, als Nachweis für ihr Engagement. So, ich denke, ich habe jetzt alles gesagt, was zu sagen ist, außer, was das Programm angeht. Sie haben das Programm vorliegen, kurzfristig, und das ist nicht nur in Corona-Zeiten, sondern immer in künstlerischen Dingen mit einzubeziehen, musste ein Beitrag gestrichen werden, weil ein Mitwirkender erkrankt ist über Nacht. Das ist der 3. Beitrag. Das ist Sing Called Living. Also ein bisschen Jazzgesang, schade, dass ausgerechnet der Jazzgesang. Aber meine Hoffnung geht dann ganz ans Ende zu Frau Wahl, damit das aufgleicht. Ja? Alles klar. Vielen Dank. Ich eröffne jetzt das Konzert mit einem Orgelwerk. Ihnen allen wünsche ich viel Freude bei diesem Konzert, das wie gesagt ein Zeichen sein soll, wie sehr die Hochschule dankbar ist für dieses Engagement.
Thank you.
Thank you.
kommen wir jetzt zur Urkundenübergabe. Dazu bitte ich alle Teilnehmenden, Urkundenempfängerinnen und Empfänger, wie geplant auf die Bühne von allen Seiten. Ich nehme jetzt gerade zum Anlass, wo wir so schön hier versammelt sind, dass wir die Maske machen, wenn wir so eng sind. So ein Konzert ist nicht möglich ohne viel Vorbereitung. Und ich habe diesen Moment abgewartet und alle Mitarbeiterinnen, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, und auch allen Vorbereitenden herzlich zu danken. Frau Reich hat sich intensiv gekümmert, Frau Retzer ist da. Ich hoffe, ich übersehe keinen und natürlich Kollege Werner, Professor Werner, ohne den das alles nicht möglich wäre. Ich denke, es ist mal angebracht, mal in diese Richtung zu applaudieren. Ja? So, vielen Dank. Dann geht jetzt los. Eine Urkunde und eine Rose kriegt Tim Abel. Wo ist er? Herzlichen Glückwunsch. Annika Arendt. Herzlichen Glückwunsch. Jean-Philippe Jay. Frau Magdalena Lambert. Herzlichen Glückwunsch. Frau Josefine Laub. Shinji Lee. Billy Mills. Der Kontrabass. Georgi Petrovski. Petra Abrahams Meo. Jean-Daniel Tuna. Jean-Daniel. Juan Camilo Velázquez Bueno. Frau Katharina Wahl. Eine Rose und von mir ein Glückwunsch. Der erste ist Sebastian Busch. Frau Maritza Schmid. Und Samuel Waffler. Herzlichen Glückwunsch, ja? So, dann hätten wir das geschafft. Jetzt gibt es noch ein Foto, jetzt gucken wir alle dahin. Ja, vielleicht.
leitet jetzt das Konzert mit ihrem Vortrag. Und ich wünsche Ihnen dann allen einen schönen Restsonntag. Bleiben Sie gesund und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Und küssen sie.